Trauerfeier für einen Fischer. Der 33-jährige Mann aus dem Gazastreifen war am Freitagabend von der ägyptischen Marine beschossen worden. Jetzt starb er an seinen Verletzungen. Laut der im Gazastreifen regierenden Hamas befand sich der Fischer bei dem Zwischenfall in palästinensischen Gewässern vor der Stadt Rafah, die an Ägypten grenzt. Die Hamas sprach von einem ungerechtfertigten Angriff. Palästinensische Fischer legten aus Protest ihre Arbeit nieder. Die ägyptische Regierung hat sich bislang nicht geäußert. Bereits in der Vergangenheit hat Ägyptens Marine auf Fischer aus dem Gazastreifen geschossen. 2015 war dabei schon einmal ein Mensch ums Leben gekommen.